So, schwuppdiwupp, ruckzuck bin ich auch schon umgezogen. Herr Kranzer, wenn Sie kurz zu mir kämen, bitte. Sie sind heute, guten Morgen, mein Gruppenleiter. Ja. Richtig? Wohin geht's denn jetzt als nächstes? Jetzt geht's in die Gepäckabfertigung, Gepäckservice, in die Hallen, in die Rundläufe, wo die Gepäckstücke ausgeschleust werden für jeden einzelnen Flüge. Prima, dann machen wir das mal. Ich folge Ihnen unauffällig. Nun befinden wir uns unter dem Terminal 2 an der Entnahmestelle in der Gepäckhalle. Hier zeigt mir Sicherheitsbeauftragter Alfred Botor, was ich zu tun habe und worauf ich achten muss. Beim Gepäckrundlauf warte ich nun auf die zu verladenden Koffer. Der Flug geht nach Amsterdam. Ob das Gepäck auch dorthin geht, verrät mir der Tag, also die Identifikationsnummer. Die scanne ich ab und sehe, auf welchen Wagen ich den Koffer laden muss. Einfach auf den Wagen, okay. Ganz schön schwer, also manche Leute schleppen irgendwie Steine mit, habe ich das Gefühl. Oh, ich merke es jetzt schon im Kreuz. Also, oder ist leicht, das ist toll. Oh. Ich stelle mich irgendwie ein bisschen komisch an, kann das sein? Jawohl, ja, darf ich. Nicht jeder Koffer hat irgendwie eine Lasche. Die Arbeit ist vollbracht, der Wagen ist voll, das Gepäck muss aber natürlich noch aufs Flugzeug und da werden wir jetzt als nächstes hinschauen. Die Gepäckabfertiger der Bodenverkehrsdienste verladen in ihren Schichten ca. 60.000 Gepäckstücke für rund 620 Flüge. Dafür sind im Früh- und Spätdienst insgesamt 700 Mitarbeiter zuständig, inklusive Führungskräfte, Dispositionstische und andere unentbehrliche Arbeitsplätze. Ein einzelner Mitarbeiter schafft bis zu 800 Gepäckstücke in seiner Schicht. In der Urlaubssaison im Sommer gibt es sogar Tage mit bis zu 110.000 Gepäckstücken. Meine Stunden bei der Gepäckverladung der Bodenverkehrsdienste ist vorbei. Herr Kranzer, sagen Sie mal, wie habe ich mich geschlagen? Sie haben sich super geschlagen. Die letzten Gepäckstücke sind im Compartment 5 verladen worden. Die Maschine ist für den Start bereit und geht hoffentlich ohne Verspätung, ohne Delay auf Glocken. Aber es ist ja schon so, muss ich sagen, mal ein Knochenjob für eine Frau. Also ich habe es gemerkt, ich hatte bei einigen Koffern wahnsinnige Probleme, überhaupt den hochzubekommen. Wie schaffen das Ihre Mitarbeiter? Da ist Technik dabei und die jahrelange Erfahrung und Tricks. Also vielen herzlichen Dank, dass ich heute mit dabei sein durfte. Bitte, bitte. Und alles Gute weiterhin. Ebenfalls, danke. So, mein Tag, wie gesagt, ist beendet. Ich bin auch heilfroh, weil mein Rücken, der braucht erstmal eine ordentliche Massage. Das ist wahnsinnig schwer. Bitte, 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 liebe Zuschauer, nehmen Sie nur das Allernötigste mit in den Urlaub oder auf Ihren Kurztrip, wohin Sie auch immer reisen. Der Arbeiter der Gepäckverladung der Bodenverkehrsdienste, der dankt es Ihnen. Und ich habe heute den Leuten zu danken, die mich das haben machen lassen und die nicht so viel in ihre Koffer gepackt haben. Bis dahin, bis bald.